Juuu. Juuu. Bam, 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 bam. Hallihallo und herzlich willkommen. Hier ist der kleine Gusor wieder. Und ich habe schon mal eine Ankündigung zu machen. Und zwar mit dem Hashtag Fair läuft es. Ganz ehrlich. Und zwar habe ich das jetzt gerade noch mal probiert. Und ich habe wieder einen sogar gefunden, den ich ziemlich cool so fand vom Anfang. Habe ich erstmal gleich angeschrieben, wie es aussieht, ob wir mal auch ein Video zusammen machen. Und den hätte ich sonst halt nie gefunden. Also wie gesagt, mit dem Hashtag Fair, also Clash of Clans, Deutsch, Fair, scheint zu funktionieren. Und das finde ich natürlich ziemlich geil. Ja, okay, das war jetzt aber auch nicht so die Masse. Let's have a look at this shit. Ich meine, da hat er mir nichts vom Gold gezogen und die Hälfte vom Alex. Naja, da ist er hier rangekommen, bestimmt. Dunkles hat er auch gar nicht gekriegt, wa? Wenn ich da richtig liege. Das ist jetzt auch nicht so der Knüller. Also von daher, dafür, dass ich jetzt nicht wirklich stundenlang mit dem Base-Design da gesessen habe, ist das jetzt nicht so, dass man sagen müsste, boah, krass. Ich habe mega aufs Maul bekommen. Das ist ein Angriff halt. Ich meine, klar, der hat nur Level 3 Troops, muss man auch bedenken. Aber Fakt ist, ich meine, er hatte auch ein... war das meiner oder nicht? Nee, ich glaube nicht. Dann hatte er in der CB ein 6er Riese. Ich meine, ganz ehrlich, der macht ja nur auch ein bisschen was. Ja, genau. 3 6er Riesen. Also von daher... Ja, läuft halt. So, aber wir sind ja nicht zum Spaß hier. Mein Clan ist besser als deiner. Hallöchen. Ey, jetzt, das habt ihr noch... Ey, das habe ich ja schon so lange nicht mehr gemacht. Dass ich, ja, so mal im Global unterwegs war. Boah, das habe ich jetzt echt... Das ist, glaube ich, ein halbes Jahr her oder so. Ich glaube, das ist echt... Das ist Ewigkeit her. Gefühlt sind es 2 Ewigkeiten. Yeah. Chuck Norris hat bis unendlich gezählt. 2-mal. Hm. Gusua, komm. Junge, Alter. So, gucken wir mal. Yeah, Werbung. So, oh ja, ne, klar, logisch, das, ja, Dana Club, die Sache ist halt einfach die, ich hatte das mal bei einem Dana Clan gesehen, klar, man guckt natürlich auch mal nach Dana, logisch, und richtig, genau, das kommt bei raus, ganz genau, wenn man jetzt nämlich sagt, Dana, will man mal gucken hier, ist richtig krass, kann er ja nichts für, also ich glaube auch nicht, dass er COC spielt, aber guck mal hier, lauter Inaktive, also richtig, richtig krass. Und da passiert halt nie was. Oh, krass, der Global ist ja lahm. Da habe ich ja schon andere Sachen gesehen. Richard, Alter. Da ist nicht dieser Zwiebelsohn da? Irgendwie sowas? Namen Global, komm. Nee. Na, das ist ja eh immer so eine Partnerbörse. Hallo, er ist Global, er hat keinen Clan. Boah, geil, ich brauche ihn. Nee. Brauchen wir natürlich nicht. So, ja, ich will euch aber nicht zu sehr nerven hier. Das wollen wir ja gar nicht. Wir sagen einfach mal, wir wollen in einen Gusua-Clan rein, kurz. Ich spende auch bald wieder. Ja, das stimmt allerdings. Ach so, gibt nicht mehr. So. Dumm, der ist voll. Dann nehmen wir mal den. Ne, das ist der Originale. Da war ich heute schon. Und dann nehmen wir mal den Dreier hier. Betreten. Ja, hier wurde natürlich deutlich weniger gemacht, aber vielleicht haben wir auch noch einen geilen Raid. Kann man schon mal mitnehmen von Niklas. Gucken wir mal, ob wir den mitnehmen können. Ja, ist in Ordnung, klar, aber ist jetzt auch nicht so der Ober... Hyper. Ist gut. Man freut sich auf jeden Fall drüber. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber ihr wisst ja selber, zwischen Freuen und boah, episch kranker Shit.
Und ich glaube, ganz ehrlich, du kriegst definitiv nicht alles. Also das sehe ich hier noch nicht. Ich sehe die beiden Alex-Lager nicht. Achter King, okay. Ja. Tja, Junge. Läuft halt nicht so. So, anfordern brauche ich natürlich jetzt nicht probieren. Global, gucken wir mal, ob noch einer was hingehauen hat hier. Nö. Eistee, bin da. Eistee. So, kann man schon mal mitnehmen. So, was geht hier noch? Für Town Hall 7, na, da müssen wir mal gucken. Was? Town Hall 7? Ja, das ist in Ordnung. Das ist jetzt aber auch nicht so der Mega-Knüller, aber ist okay. Aber wie gesagt, ist natürlich reicht nicht für die einfache Ausgabe, sondern da wird dann schon mal auf 4, ich wollte 4, auf 4 geswitcht. Und dann ist das Chico. Warum nicht hier noch? Ja, genau. So ist das fein, so soll das sein. Ja. Aber auch wie gesagt, ich bin ja nur auch Town Hall 7. Man hat auch gerne mal richtig, richtig fetten Loot. Also, genau, da müssen wir dann mal gegenhalten, oder? Da müssen wir mal gegenhalten. Das ist der obligatorische Schwanzvergleich. Hier. Bam, Junge. Hier. Hier. Also, so ein bisschen kann man mit. Also wirklich, wirklich ab Town Hall 7 könnt ihr sagen, was ihr wollt, aber da geht's so richtig fett los. Da gibt's gut ins Gesicht und auch manchmal auf den Po. Und dann ist das alles ziemlich cool. Also da geht schon richtig die Luzi ab, finde ich. Ah, die beiden Magiertürme würden mich garantiert so ein bisschen auseinandernehmen. Und das, sonst hätte ich gerne gesagt, ja, ich hau den Minenwerfer kurz weg und dann klären wir den Rest da. Aber ja, das ist alles nicht so fein. Der ist nice. Der ist nice, weil hier natürlich richtig was zu holen ist. Oh, wie regeln wir das? Wir müssen schnell reinkommen. Also so Klappe zu, Affe tot, die Sache halt. Ja, kommt, Leute. Wir probieren es, wir probieren es. Ja, kommt, egal. Hier, Digga, 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 zack. Schön einfach mal ganz gechillt. Ja, geil. Der King hat natürlich richtig schön getankt. Vom Feinsten. So, jetzt ein bisschen Spam, aber nicht zu krass. Ja, geil. So, na, komm, du mach hin hier. Junge, wir sind hier nicht zum Spielen. Also zum Spielen natürlich schon. Aber ihr wisst, was ich meine. Jetzt ein ganz kurzen paar Kobis und dann hier schön einen reinsemmeln. Oh, das läuft. Das läuft, Junge, das läuft. Und das sieht ziemlich geil aus. Ach, macht's mir doch bitte nicht so einfach. Nee, das hört sich zu dekadent an. Nee, also, ich find's natürlich sehr geil, wenn es einfach ist. Aber so einfach hätte ich's mir nicht vorgestellt. Und wie gesagt, ist natürlich auch klar, ich meine, ich kann natürlich jetzt nicht immer nur die große Schnauze haben und dann sagen, naja, so ein. Ich sag jetzt mal, 150k ist ja für einen Town Hall 7er nicht so verkehrt und wie auch immer. Und dann mache ich einen Angriff und sitze dann da und verkackt das Ding voll. Ich meine, sieht natürlich auch ein bisschen doof aus. Klarer Fall von Selbstüberschätzung. Und das wollen wir natürlich auch nicht bringen. Und wie gesagt, ich habe es ja im letzten oder vorletzten Video schon gebracht, dass man wirklich den King absolut gar nicht unterschätzen sollte, weil der einfach eine geile Sau ist. Hab dich lieb, Gusua. Vielen Dank dafür. Kleiner Loot, aber große WTF. Ja, sehr, sehr gut. So wollen wir es sehen. Kleiner Moment. Da sehen wir schon mal den fliegenden Spell auf den Minenwerfer. Meine Frage ist natürlich die.
Das ist mittlerweile weiß ich es, und jetzt sage ich es falsch. Nee, also das ist Town Hall 7. Da ist natürlich WTF ganz klar, logisch, vollkommen richtig. Zumal er höchstwahrscheinlich sogar gerade erst auf Town Hall 7 gegangen ist. Also sprich, er hätte ja noch was drehen können. Ich gucke gerade mal so von der Verteilung her selber. Also, weil das hier gefällt mir grundsätzlich eigentlich gar nicht so unschlecht oder gut oder ach, was weiß ich denn hier? Mit Fläche und Einzelschaden, dass man da so einen kleinen Mix hat. Aber grundsätzlich ist das natürlich schon echt daneben. Klar, brauchen wir nicht drüber nachdenken. Hier in einem, ich nenne es wieder Kästchen, alle Sachen drinne, sobald man durchkommt, klar, gibt es da richtig einen auf den Zahn. Aber ach kommt, lasst uns das einfach mal anschauen. Ich wollte gerade sagen, die hätte ich gar nicht angegriffen, aber doch, doch, vom Loot her war das ja schon doch echt in Ordnung. Also da für die Base, sag ich mal, dass man sich ja nun wirklich nicht anstrengen musste, die Kobis kannst du behalten. Die sollten sogar, ja genau, vollkommen richtig gehandelt. Kein Overkill, du hast sogar noch den King, den kannst du noch ragen. Wo ist das Problem? Vollkommen richtig gemacht. Du weißt einfach, was deine Truppen bringen. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Klar kann man mal einen Overkill reißen. Brauchen wir da nicht drüber reden. Aber wenn man genau weiß, wie viel man mit den Truppen noch reißen kann, ist das super, super, super wichtig. Und viel wert. Klar. Nämlich so viel wert, was die Truppen in der Erarbeitung kosten würden. Und wenn ich jetzt mir einfach mal 50 Kobis angucke, ist natürlich nicht die Menge, aber die Zeit. Wenn ich natürlich dann da sitze und einfach mal wieder einen Angriff vorher machen kann, wieder, was weiß ich, 5 Minuten früher und vielleicht da gar nicht offline gehe, dann ist das natürlich schon wieder so eine Sache, wo ich sage, läuft. Ja, auf jeden Fall. Also der hat sich auf jeden Fall gelohnt, der Raid, ganz klar. Der wird kein 100er, auf keinen Fall. Geht von der Zeit her nicht, ganz klar. Aber das war ganz in Ordnung. Schade, ich hätte gerne noch mehr gesehen. Aber so ist das Leben auch nicht schlecht, auf keinen Fall. Also wir haben 550, ziemlich genau sogar. Bisschen drüber. Läuft. Auf jeden Fall. Junge. Jede zweite Suche. Gucken wir mal, was mit jeder zweiten Suche ist. Ja, nett. Auf jeden Fall. Und dann eben wirklich mit Bogies einfach rum und ein bisschen genascht und fertig. Da sitzen wir ganz gechillt. Der Gegner war sogar, also der war nicht AFK. Der hatte ja den Luftfeger noch gebaut. Nice. Cooles Ding, cooles Ding. Wir gehen hier wieder raus, weil sonst denkt wieder jeder, oh, ich bin drinne und ich... Okay. Lesezeichen. Den haben wir da. Ach komm, wir gucken nochmal rein, was geht. Also vielleicht hat jetzt doch noch einer was gepostet. Das wäre ja schon so eine Sache. Ja, hier ging ja wieder richtig die Luzi ab. So, vor 5 Stunden. Vor 5, dann muss ich ja gleich sehen, dann muss ich ja irgendwo hier, ich bin rein und ich bin wieder raus, mein erster Angriff mit Loons und sowas. Von der Klobürste, dann gucken wir mal. Da ein kleiner, ja, Tipp vom Gusor, haha, zum Bereich Loons, obwohl, ich kann ja jetzt gar nicht mal sagen, oh hier, ich habe da nun absolut keine Erfahrung mitgemacht. Tipp am Rande, bei Loons musst du eh aufpassen, in welche Richtung sie laufen, beziehungsweise fliegen, fahren. Ja, ein Luftballon, beziehungsweise ein Heißluftballon fährt. Der hier hält zwar auch eine ganze Weile, klar, aber der ist ja auch erst auf 3 und du hast ihn viel zu früh gedroppt.
Und du wusstest jetzt auch gar nicht, wo gehen sie denn genau hin. Klar kann man das abschätzen, weil die gehen auf der Death, logisch. Aber das hätte ich so nicht gemacht. Aber gucken wir mal. Ich meine, du hast ihn ja gethreestart. Von daher ist es so falsch nicht gelaufen. Der Rage ist geil gewesen. Der Rage war äußerst zufriedenstellend. Du hast noch einen. Ja, und dann muss man gucken. Ich hätte ihn, wenn du sagst, na, obwohl braucht man gar nicht mehr. Es ist nicht mehr viel Luft da. Guck mal, die beiden Bogitürme noch. Ja, okay, der hat hier nochmal richtig was. Die Luftbombe hat hier nochmal richtig einen reingedrückt. Aber ansonsten, nett. Und jetzt haben wir ja, guck mal, wir haben alle, das seht ihr selber, wir haben keine Fläche mehr. Und dann ist natürlich so ein Ding hier richtig geil. Das ist ziemlich cool. Und dann noch zack, zack, zack. Haschi, haschi, naschi, naschi und dann ist gut. Juuu. Juuu. Bam, 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 bam. Yeah. So, jetzt will ich aber kurz nochmal. Der Herbert. Haut der Herbert raus? Oh, oh, oh. Oh, yeah. Also so ein halb, also AFK möchte ich nicht nennen. Gucken wir gerade mal, ob er irgendwas am Bauen hat, weil er könnte ja auf jeden Fall noch was bauen eigentlich. Doch, er hat den Luftfeger auch schon, also von daher ist er definitiv aktiv. Und dann kriegt man natürlich mit den Troops definitiv nicht das Innere. Da kann man sich schon mal abschminken. Ist aber vollkommen richtig. Hier, guck mal hier. Hier, genau, da wollen wir dich hinhaben, Herbert. Herbert, da wollen wir dich hinhaben, weil da ist Dunkles. Du hast es gefunden. Du darfst es dir nehmen. Es gehört dir. Richtig so, genau. Schön. 2,5K. Junge. Hier klar, da ist mit den Truppen und dann eben auch der Inferno Expo genauso. Da ist kein Durchkommen. Klar, hier noch da. Achso, nee, hattest du noch? Doch, du hättest, wenn du noch was gehabt hättest, da noch ein bisschen. Aber egal. Läuft auf jeden Fall. Herbert lief. So, zack. Hugo, da musst du aber raus. Also, du hast verteidigt. Und der hat dich mit zwei Lavahunden angegriffen. Mal schauen. Warum hat der die Lavahunde geraged? Komme ich nicht hin mit. Komm ich gar nicht mit hin. Also, ja, ich meine, klar, wir haben ja zuvor gesehen, dass es 100% war, aber könnt ihr euch da ein Bild drauf machen? Warum? Ich meine, warum ragest du in dem Fall jetzt? Also, das ging ja darum, dass wirklich die Loons noch dichter reinkommen. Da rage ich, aber gut, okay. Hugo, hier bitte nicht schreiben. Der Clan ist nur für Videos. Zack. So, Elia SP, bin ich der Meinung, habe ich auch schon mal gehört, den Namen oder gesehen. Ach ja, es ist schon spät, ey. Es ist schon wieder um 9. Kann man gar nicht fassen, ey. Ach so, und ich habe noch eine Ankündigung zu machen, wenn ich es nicht schon gemacht habe. Ich weiß nicht, dass ich es vergesse. Nächste Woche wird natürlich mau werden bei mir, weil ich da Urlaub habe. Und da werde ich nichts machen, weil, wie gesagt, Rechner wisst ihr ja selber, ist in Hamburg. Und Urlaub ist Urlaub. Wird es vielleicht hier und da mal, wenn überhaupt, ein Vlog geben.
Und das war's dann. Und da möchte ich doch, dass ihr dafür hoffentlich Verständnis habt. Das sollte eigentlich passen. Und dann ist das schick. Boah, ich wollte eigentlich eine Runde GTA suchten. Alleine mal eine Mission. Unterlichtli ruft an. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.